So, Freunde, jetzt können wir das wieder fortsetzen, das Spiel. Und ja, ich muss mal gucken hier, weil ich muss da ja noch irgendwie die Nummer dahin kriegen, wenn wir schon mal hier noch stehen. Also, das Ding ein bisschen umdrehen ist auch ein bisschen blöd, aber. Ja, hinten ist, ich denke mal, das Ergebnis. Das eine ist dann ein V, das steht dann für 5. Und unten würde ich sagen, ist eine 2. Vater wusste, wie man den Schreibtisch öffnet. Ja. Das wird helfen. Also müsste ich ja bei diesen Nummern irgendwie was zusammenbringen, was am Ende einmal 5 ergibt und einmal eine 2, aber sowas wie P und Dingsbums und P ist 5. Mal nochmal auf hier. Weil, das ist ja nur eine Reihenfolge hier. Das ist die Nummer. Ich wollte das genau. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gut, das sind die alle Nummern da. Das P ist da, wie ich sag mal P dazu, an der dritten Stelle. P plus Dings. Keine Ahnung. Wobei die Ergebnisse ja nur 2 sind auf dem Zettel, aber ich habe hier 5 Nummern. Also 5 mal 5 Räder zum Drehen. Was sollen wir diese? Und da sagt man ja auch nichts. Einmal das P nehmen, dann einmal das, ja, Zickzack-Gedöns und dann noch mal das P. Drei Zeichen, haben wir aber ja 5 Räder zum Drehen. Oben drei, genau, die anderen 2 Zeichen, das macht dann auch 5 Zeichen. P und dieses schlangenförmige da Dings da P. Bleiben die Nummern denn so stehen, wenn ich da wieder rausgehe? P und Schlange und P. Ja, das bleibt so. Wir haben hier das P. Und das andere soll wohl das da sein, oder? Aber welche Zahl soll denn
da stehen bei den Zeichen am Ende soll eine 5 rauskommen, aber denke ich mal, aber wo soll die 5 hin? Rätsel verstehe ich jetzt nicht. Das ist nicht die richtige Kombination. Das weiß ich auch. Welche Zahl soll unter welches Zeichen stehen? Wir haben nur diese Zeichen. Am Ende sage ich mal ein Ergebnis von 5 oben und eine 2 unten. Fünf Zeichen bei 5 Räder. Wir haben 5 Räder und 5 Zeichen. Die 5 Zeichen sind hier. Aber nicht die Nummern. Woher soll ich wissen, welches Zeichen da welche Nummer hat? Am Ende würden hier auf dem Zettel nur 2 Zahlen rauskommen. Die 5 und die 2. 25 oder 52, aber. Ich schreibe mal diese Zeichen mal auf. Mal sehen. Schreibt der Schreiber nicht. P und P und dieses komische Symbol plus nochmal P ist 5. Und dann kommt sowas unten wie die 8. Ist 2, aber jetzt habe ich das mal bei mir auf dem Zettel aufgeschrieben. So, jetzt muss ich mal gucken, wenn ich die Zahlen drehe. P haben wir hier. Aber das ist seltsam, aber welche Zahl soll das P sein? Muss am Ende nur die 52 stehen, oder? Man hört auch kein Knacken oder so. Das ist nicht die richtige Kombination. Nee. Verstehe ich es nicht. Hm.
Nee, das kann ja auch nicht sein. Das eine ist so eine Art ein L, dann kommt ein M, dann das P und dann diese 8 Ohm oder doppelt. Nee, kann ja auch nicht sein. Das stimmt ja mit den Zahlen nicht hin. Geht ja nur bis 9. Und das M ist ja weit über 9. Das geht nicht. Ich habe da keine Ahnung. Irgendwo müsste doch noch vielleicht irgendwas zu finden sein, oder wie? Keine Ahnung. P und dieses Zeichen plus B, P ist 5. P habe ich ja da, wo die 5 jetzt ist. P und das Zeichen. Warte mal, vielleicht auch eine 5 machen? Weil P würde 5 sein und dieses Zeichen wäre eine 5. Aber wir haben ja doppelt P. P und das ist und P. Dann mache ich mal dieses. Da ist die 2, die habe ich ja schon da. Und bei dem M mache ich auch noch mal eine 2. 5, 2, 5, 2. Das ist nicht die richtige Kombination. Nee. Setze. Dachte ich vielleicht so Zeichen. Weil, naja, das sind ja nur zwei Nummern hier auf dem Zettel. Das V und die 2. Boah. Weil V ist 4. Warte mal. V und ein Strich, das sind 5, oder? Wie jetzt? Das ist nicht die richtige Kombination. Nämlich war das noch mit den römischen Ziffern. Warte mal. 4 ist V, ja. Und 5 ist halt eben V und ein Strich. Hier ist V, 5 ist ein V und ein Strich. Oder? Nee, das wäre ein 6. Ach mein Gott. Am Ende und das V. Das P ist bei der. Die Zahlen sind ja alle da. Und ich weiß nicht, wie das machen soll. Dieses Achter-Symbol oder was denn? So eine Art M oder A mit einem 1 da drin. Seltsam. Ich habe am Ende mein Ergebnis nur zwei Ziffern, zwei Nummern. Also sind doch fünf Nummern. Ich habe erst zwei Nummern.
Wenn das hinten das Ergebnis ist, 2 und 5. Aber was soll ich denn noch machen? Das ist. Ich soll das Geheimnis da entdecken, aber wie, wenn ich nur 2 Nummern auf dem Zettel stehen habe, aber 5 kann ich drehen? Im Moment komme ich nicht ganz dahinter. Fünf Nummern. Diese Buchstaben sind auch 5 oder Zeichen, halt Symbole. Am Ende habe ich eine 5 und eine 2. Fünf und 2. Ich muss, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ob man auch irgendwo was finden muss oder. Na, ich muss nochmal, ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich jetzt hier aufnehme, ey. Na, ich guck mal. Vielleicht finde ich das ja bis zur nächsten Folge raus, Leute. Also, bis dann, haut rein.